Ein gutes Bier ist wichtig, vor allem hier im Urlaub, auf dem Kreuzfahrtschiff oder sonst wo, wo man als Gast einfach gut aufgehoben sein soll. Bier verbindet, Bier bringt Freundschaften, wenn man an einer Theke zusammensitzt. Bier vermittelt auch eine gewisse Ruhe und eine Gelassenheit. Und deshalb ein gut gezapftes Bitburger Pilz gehört zu einem guten Urlaub dazu. Ich bin von Beruf Hopfenbauer, gelernter Bierbrauer, aber auch gelernter Biersommelier. Und das hat mich jetzt hier auf das Schiff, mein Schiff, 3 gebracht. Und hier darf ich eben diese Veranstaltung, unseren Workshop und die Bierverkostung durchführen. Natürlich können wir nicht während dieser 2 Stunden, wo wir dieses Seminar haben, diesen ganzen Brauprozess komplett durchführen. Wir haben zwischendurch was vorbereitet, aber die Leute sehen die Hauptschritte, können selber mitarbeiten und dann natürlich auch ein gutes gezapftes Bitburger Pilz zwischendurch trinken. Und dann haben wir noch unser Food Pairing, unser Bier-Sommelier-Programm am Abend, wo wir verschiedene Käse- und Schokoladesorten mit den verschiedenen Bieren, also von einem Pale Ale über ein Starkbier, was wir nachher noch stacheln als Besonderheit, ein 00 Radler und verschiedene Dinge einfach passend zum Essen servieren. Und das sind die großen 2 verschiedenen Veranstaltungen, die wir hier am Schiff an Bord machen. Also unter die Bierbrauer gehe ich nicht, das überlasse ich schon den Profis. Aber ich respektiere oder ich schätze das Bier als solches jetzt natürlich um einiges mehr, weil es ist ja wirklich ein langer Prozess, ein schwieriger Prozess. Man ist von der Natur abhängig. Also ich ziehe den Hut vor den Bierbrauern, die das wirklich so gut dann auch zum Ergebnis bringen. Ich fand auch interessant, was passt zu welchem Bier. Ne? Hab mir das auch ein bisschen mitnotiert. Wir machen es auch öfter mit Freunden, dass wir uns durchs fränkische Bier durchtasten oder auch durch andere. Ja, war sehr interessant. Also das Besondere an unserem Workshop, das bereitet mir die besondere Freude, ist einfach wirklich mit den Leuten über Bier zu reden, das Bierwissen weitergeben zu dürfen und dann eben Tage später vielleicht hier an Bord mit diesen Gästen zusammen nochmal an der Bar zu sitzen oder irgendwo auf dem Flur zu treffen und dann genau über unser gutes Bier zu philosophieren und weiter reinzusteigen in das tolle Thema Bier.